Mein Lieblingsbrauch im Advent. Wir backen heute Klausenmänner oder Frauen. Für die Klausenmänner brauchst du Wenn du das alles zusammengemischt hast, dann sieht das so aus. Okay, nicht ganz. Dazu musst du vielleicht noch eine halbe Stunde warten. Und aus der Matschepampe werden jetzt Klausemänner. Genau, das probieren wir jetzt. Immer noch. Oh, schneit. Jetzt macht man da draußen so ein bisschen so eine Wurst. So. Daraus, aus der Wurst, macht man so einen Kopf. Bisschen. Das heißt, man quetscht den Hals. Herr Messer, wir brauchen Beine. Super. Damit hat man schon mal Beine. Sieht ähnlich aus wie ein Ampelmännchen. Wichtig ist auch, dass man noch Arme hinbekommt. Das heißt, einen kleinen Minischnitt da und da. Ganz wunderschön. Bisschen Stummelärmchen. Nachdem wir also jetzt ganz wunderschöne Klausenmänner haben, brauchen wir die überzogen mit einer leichten Eierschicht. Dazu braucht man also noch ein Ei mehr. Wir hatten vorher eins zu wenig gesagt. Und einmal ordentlich durchrühren. Mit ganz viel Power. Die Rosinen braucht man als Knöpfe und Augen. Ganz eben. Wenn es also so aussieht, dann gibt es hier kleine Rosinchen und dann kann man unterschiedlich große Augen machen. Wichtig ist, die tief reinzustecken, sonst kommen die im Ofen wieder raus. Oh. So sehen also jetzt die Klausenmänner und Frauen aus, wenn sie auf dem Weg in den Ofen sind. Der Ofen ist vorgeheizt auf 170 Grad und da bleiben die jetzt erstmal drin. Ihr Lieben, wie sieht der aus? Uiuiuiui, sind die dick. Es ist soweit. Und so dick. Lecker.